Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind, meine lieben Freunde. Und heute haben wir gerade vor, das Westland von Aldruhn, also beziehungsweise es ist ja sozusagen das westliche Festland von Aldruhn, weil das, obwohl das hier ganz im Osten ist, aber ist ja egal. Fallen Sarano, und was war das dann? Wir wollen zur Desaster-Mine. Northeast of the Stronghold, Fallen Sarano. Okay, also wenn wir dann quasi hier rüber gehen von Tellarun, soll es hier irgendwo sein. Und ja, dann gehen wir da doch mal hin. Und laufen vor ein bisschen schneller am besten. Autsch. So. Mal wieder ein bisschen schneller unterwegs sein. Und wir sind gerade... Welche Richtung schauen wir gerade? Ah, okay, also nach Norden, also müssen wir nach da. Und ich hoffe mal, dass wir von hier aus nach Tellarun kommen, weil eigentlich haben die ein Boot da. Das weiß ich noch vom letzten Mal, dass sie da ein Boot haben, eine Anlegestelle. Aber ich glaube, der Bootsfahrer hier fuhr da nicht hin. Aber ich glaube, da gibt es ja auch verschiedene Boote, ne? Ja, das ist das Große, das überall hinfährt. Und das ist wahrscheinlich das Kleine, das zwischen den kleinen Riffen hin und her fährt. Aber hier gibt es irgendwie... Irgendwie gibt es hier keinen Bootsführer. Oder ist er vielleicht irgendwo im Wasser? Wäre lustig, wenn man jetzt hier so eine... Also eigentlich nicht lustig, ne? So, aber wenn man jetzt hier so eine Leiche von ihm finden würde. Es gibt so einen speziellen Command, den ich vielleicht auch nochmal demnächst anwenden werde. Der alle NPCs wieder zurück auf ihre Ausgangsposition zurücksetzt. Und, ich glaube, also außer tote NPCs, glaube ich. Und ich denke mal, dass hier wahrscheinlich eigentlich einer wäre, der aber tatsächlich vielleicht sogar irgendwann runtergerutscht ist und dann vielleicht sogar irgendwann gestorben ist, weil er hier drunter gegangen ist oder so, keine Ahnung. Weil eigentlich sind die ja fix und die wandern ja mal gelegentlich. Oder ist noch, ah, das ist so ein, so einer, der sich denkt, ach, ich muss mal hier eine Runde angeln. Schön für ihn. Ich frag dich mal, ob du mich trotzdem dahin bringen kannst vielleicht. Nee, natürlich nicht. Ja, dann müssen wir halt leider selbst hinlaufen. Und jetzt schauen wir, dass das Tellarun. Und da oben singt ein Wolf sein einsames Lied. Schönes Lied. Schönes Lied. Ja. Wasserwandeln. Und dann geht's ab. Schon mal zur Sicherheit den Bogen rausholen. Ich habe gemerkt, dass ich viel zu viele Pfeile mit habe. Im Schnitt auch. Aber naja. So bin ich nun mal. So. Ja, ich würde mal sagen, wir rennen einfach wirklich direkt zum Festland hin. Das macht jetzt gerade einfach am meisten Sinn. Oho, da reimt ja einen vor sich hin. Bald sind wir da. Ich hoffe nur, dass ich nicht nochmal Wasserwandeln einsetzen muss, weil langsam habe ich keine Magie mehr. Ich brauche wieder Gegner. Gegner, die mir den Tag versüßen, indem sie mir ein bisschen von ihrer Magie spenden, wenn sie sie auf mich abfeuern. Ich sehe das Festland. Da muss ich hin. Nein, Wasserwandeln. Und jetzt kommt natürlich wieder direkt die Schlachterfische, die sich um meinen Kopf streiten. Ich will seinen Kopf essen. Nein, ich will seinen Kopf essen. Ich habe die Bone-Mold-Schuhe nicht mehr dabei. Inventory. Ich habe ja stattdessen gerade meine Ebenerdschuhe mit. Da. Oh. Ich bin immer noch gerade blind, ne? Na, egal. Hat ja trotzdem geklappt. So. Bei meinem Glück seid ihr auch noch Gegner, ne? Ja, natürlich. So. Das war's. Kurz und schmerzlos. Hä? Oh. Und? Yay! Oh. Yay! Oh. Yay! Oh. Yay! Fällt zur anderen Seite. Schön.
Bolt, Netsch, Leather, Helm. Einmal nehmen wir ihn mit. Den anderen brauchen wir nicht. Elebai und Shipai. Sansatanit. Puntumizun. Puntumizun. Ja, schön für euch beide, wie ihr heißt. So, aber hier soll es schon irgendwo direkt sein, angeblich. Und da hier ein Lager ist, müsst ihr auch irgendwo auch noch eine Dings rum. Vor allem setzt hier einfach irgendwas in Brand, ne? Da ist noch ein Alit. Aber hier soll angeblich irgendwo die Eiermine sein. Oder eine Mine an sich. Da ist noch ein Kao Gauti. Oh, ein Hund. Wisst ihr was? Kommt mal alle her. Dass der nicht beim ersten Mal gerade gestorben ist. Aber der kommt auch schon. Der Kao Gauti. Kao Gauti? War es Kao Gauti? Ich glaube Kao Gauti, ne? Warte. Oh. Vielleicht sollte ich ihn erstmal töten, bevor ich mal versuche, seinen Namen zu lesen. Kagauti, so rum, okay. Werde ich mir eh nie merken. Kagouti, Kagouti. Ist das so eher, weil wegen OU? Egal. Gerade nochmal drüber nachgedacht, aber ist er jetzt auch erstmal. Zwischen den Steinen versteckt, hat er ja gesagt. Ich muss gut suchen. Search where across is Kalik. Tut mir leid. Gib mir Magie. Tut mir leid. Gib mir Magie. Oh Mann. Yay. Wow. 360 No-Scope. Yay. Schön. Dispose. So, und wir suchen immer noch diese schöne Eier... Weiß nicht, ob es eine Eiermine ist. Könnte auch eine Ebenerzmine sein, man weiß es nicht genau. Da sind noch mal ein paar in einem kleinen Camp. Hier haben wir noch mal eine Ratte. Dispose. So, Nordosten. Wäre eigentlich mehr so in diese Richtung hier. Das da ist ja weiter im Osten dann. Ach ja. Wir wählen hier noch was. Ach du. So. Du auch noch hier. Mine. Meins. Ist das da hinten ein Mineneingang? Aber eigentlich das hier, ist das hier mehr so der Nordosten. Also, was haben wir denn da? Ah, das ist nur eine... diese Eingänge sind ja immer eigentlich Ahnengruften, das weiß man ja. Aber es hätte ja trotzdem sein können. Da! Das sollte es sein. Jo. Das sollte diese besagte Mine sein. Pulk. Schön. Okay, es ist auch eher Nord-Nordost als Nordost. Das ist echt gut versteckt dieses Mal, ne? Das ist aber auch das, was ich bei Morrowind liebe. Die Suche kann immer wieder spannend sein. So, 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 so. Die Gegner sind mir gerade mal kurz egal. Kurz. Laufen die genau meinen Weg nach? Wenn ich jetzt hier so lang laufe? Oder kommt er dann gleich zu mir? Und dann hier lang laufe und dann hier so lang laufe? Das interessiert mich jetzt mal. Die laufen mir gucken mal, der da, der da. Aha, ja, so, so. So ist richtig, genau. Dann bin ich, glaube ich, ein kleines O gelaufen. Dann dadurch. Ganz genau. Das ist bescheuert.
Oder sind die blind? Ach, die Viecher sind blind, ne? Ah, ist ja geil. Ich glaube, das liegt daran, dass sie blind sind. Ne, weil... Ne, die haben Augen. Da sind sie. Da sehe ich sie. Lustig. Ich dachte, weil sie blind sind, laufen sie halt meiner Fährte quasi hinterher. Aber naja. Dem sei dann halt nicht so. Ach, wie immer soll ich mal darüber nachdenken, was ich so die vergangenen Tage alles gemacht habe. Und wie gut ich doch geworden bin. Es ist schon wieder diese Ahnengruft, ne? Lauter Ahnengruften, aber kein einziges schönes Minchen. Also eine schon, aber es war Pulk. Das ist nicht das, wonach ich suche. Okay, wir gehen mal kurz in das Camp da vorne rein. Vielleicht können wir den ja fragen. Aber ich wette mal, dass ich da eher wieder mal ein paar Leute töten muss. Als alles andere. Hi Leute. Oh ja, gib mir Maggi. Danke. Oh ja. Yum. Oh geil. Nicht mehr Maggi? Bitte, gib mir mehr Maggi. Was hat sie da überhaupt gemacht? Heavy Burden Touch. Aha. Ich trage gerade ein bisschen mehr. Aber das ist halt auch nur, solange sie lebt. Wobburn, Wornburn, ne? Ne, Womburn. Womburn. Egal. Komm, Magie, Magie. Schön. Das hat uns doch mal ein bisschen Mana gegeben hier. Von hier aus sehe ich immer noch keine großartige Mine. Wahrscheinlich wird sie noch weiter im Nordosten sein. Wäre lustig gewesen, wenn sie jetzt gewesen wäre. Hast du Magie? Bitte? Ich meine, du kannst von dort aus mich nicht treffen. Du bist zu weit weg. Autsch. Okay. Habe ich jetzt nicht gesagt. Oh. Warte. Was mache ich denn da? Okay. Komm, machen wir mal normal. So. Japal. Ich frage mich, ob das wieder irgendwelche Mitglieder sind von der Morakton, also beziehungsweise Ziele der Morakton, die ich töten muss. So, wie fährt der? 9. Das war sogar richtig. Oh, diese 10 Gold, ne? Kann man sich auch sparen eigentlich. Oh, Hexenblatt, das ist immer gut. Da freut man sich immer drüber. Ne, brauche ich nicht. Ein paar Quarmeier, okay, nehme ich mit. Für Ausdauertränke, die ich nicht mehr brauche, weil ich jetzt den Ring von Asura habe. So, was haben wir hier noch? Ein bisschen Brot, nochmal ein bisschen Brot und einen Korb, den ich jetzt aus Versehen mitgenommen habe. Aber alles in einen. Oh, da ist noch Rattenfleisch drauf oder Hundmiet. Yum. Apropos Houndmeat, können wir ja gleich nochmal mitnehmen hier. Und ich finde diese Mine nicht. Ich will aber diese Mine finden. So, wo kann sie sein? Wahrscheinlich laufe ich gleich wieder in diese andere Mine rein. Und freue mich schon. Und dann ist sie es gar nicht. Hier sieht nämlich alles gleich aus. Hier sieht einfach alles gleich aus. So. Bitte. Muss ich noch weiter in den Nordosten? Ich meine, ich kann es mal ausprobieren, ne? Renne ich mal einfach jetzt mal kurz hier hin. Hier war ich aber, glaube ich, auch schon sogar. Und ich glaube, hier kommt jetzt gleich sogar dieses Puka. Ja, aber noch eine Angriff. Niedlich. Wie viel Angst man früher mal vor dem hatte. Was? Hat er. Der war so gut getarnt im Grün. Alter.
Hier ist nochmal so ein kleines Camp. Mit Leuten, die sterben wollen, sehr wahrscheinlich. Nochmal so ein schöner Nix-Hund. Alter, diese Gruft ist scheiße zu finden. Die ist richtig bescheuert. Es könnte die hier sein. Ist da was? Bitte? Oh, ein Ogre. Na? Autsch. Autsch. Tut mir leid, dass du so weinen musst. Dedra Herz und Dedra Skin. Richtig lecker. Mmh, yum. So. Aber sonst finde ich hier natürlich gerade die ganze Zeit nicht die Mine. Was sehr praktisch ist für ein Let's Play. Auf Progress. Auf Krieger Game Progress basiert gerade. Ich bin die ganze Zeit im Nordosten, ne? Ja. Beziehungsweise jetzt gerade eher Nord-Nordosten davon, ich weiß. Aber hier sollte es rein theoretisch gesehen irgendwo sein. Kann man mit der. Ich glaube, ich kann mit der sogar sprechen, wa? Probieren wir es doch einfach mal. Ist ja toll. My trade. I'm a witch. I have bound myself by oath and deed to the service of a Daedra Lord, and in return have received gifts of knowledge and power. The temple calls my patron the Bad Daedra, and perhaps they aren't very nice. But I guess I'm not very nice either. If you are curious and not afraid, I can tell you a little about the Bad Daedra and Daedric's summonings. Okay. Nee, danke. Goodbye. Boah, ich muss so viele Räusper rauscutten. Jetzt schon. Räusperararararara. Oh Mann. Find mal diese Mine, ey. Nee, es ist schwierig in der Armgruft. Armgruften könnte mich gerade totschmeißen, tatsächlich. Ich glaube, die habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Weil ich hier nämlich schon war, laut Karte. Bin ich gleich schon im nächsten Gebiet, Hauptsache. Ach, ich habe die Witch gefunden, die zu diesem Ort gehört. Botria. Thank you. Das dürfte schon viel zu weit nordostenmäßig sein. Und wir haben hier wieder mal ein paar Leute, die sterben wollen würden wahrscheinlich. Es gibt's doch nicht. Ich cutte jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Mine finde. Tut mir leid, Leute. Das wird ansonsten zu lange. Ich renne hier gerade schon wieder 18 Minuten rum und ich komme zu nichts. So, bis gleich. Okay, ich habe hier was ganz anderes entdeckt. Und, ja, keine Ahnung. Es ist doch schon wieder bescheuert, ey. Ich brauche doch einfach nur diese bescheuerte Mine, ey. Geht ja mal gar nicht fit. Wieso setzen dich einfach irgendwelche Magiezauber gegen mich ein? Vollidiot. Was warst du denn eigentlich? Du warst ein Worshipper. Aha, also ein dedrisches Gefolgsleut. Ja, okay. Jetzt habe ich das hier gefunden und ich bin hier irgendwo schon wieder. Keine Ahnung, ich habe das Gebiet ja bestimmt schon fast komplett abgegrast jetzt die letzten 10 Minuten. Ich werde an dieser Stelle jetzt einfach mal sagen, danke fürs freundliche Zuschauen und beim nächsten Mal finden wir hoffentlich diese Mine. Ich glaube, ich werde zwar die Aufnahme starten, aber erst Hallo sagen, wenn ich da bin. Oder vielleicht von hier aus wieder mal ein bisschen Vorspulfolge machen, bis ich das Ding gefunden habe. Es ist unglaublich. Naja, gut, danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten bei den sozialen Netzwerken vorbeischauen, um mich da auch noch kräftig zu unterstützen. Und bis dahin die zweite Resize. Also bis zum nächsten Mal die zweite Resize. Tschüss. Und ja, schade, dass wir es nicht gefunden haben. Aber erstmal, bye.